Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Franka. Wir stehen hier in unserem Gästezimmer und werden das heute für unseren Besuch fertig machen. Ich nehme euch dabei mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich werde jetzt als erstes mal das Bett freiräumen, weil ich die Bettwäsche waschen muss, weil da ja dieser Ölfleck drin ist. Oder ja. Dieser schwarze Schmierefleck. Und deswegen räume ich das Bett jetzt mal ab. Ihr seht da, ich habe zwei Mülleimer zum Geburtstag bekommen. Die sind fürs Bad. Da fehlen aber noch ein paar Sachen. Nicht für die Mülleimer, aber eine Toilettenbürste und einen Toilettenrollenhalter. Die kommen aber auch bald an und dann nehme ich euch in einem anderen Video mit und zeige euch, wie wir das jeweils in den Badezimmern anbringen. Das Bett ist jetzt fertig abgeräumt. Ich werde das jetzt abziehen und dann werde ich die Sachen in die Waschmaschine schmeißen. Hier ist auch der Fleck, von dem ich gesprochen habe. Da hat der Kleine mal Pedalen aufs Bett gelegt, die ich verkaufen wollte. Und dadurch ist hier jetzt schwarze Schmiere dran. Die werde ich gleich vorbehandeln und dann geht die hoffentlich gut raus. Das Bett ist fertig und ich werde heute diesen Karton zur Spende bringen und den Karton mit den Weihnachtsartikeln, der sich da hinten noch versteckt. Die zwei Sachen, da werde ich noch reinräumen und dann kann der auch mit zur Spende gehen. Die Keksdose habe ich da jetzt nochmal aus der Spendenkiste rausgenommen. Die ist gerostet oben am Deckel. Das habe ich nicht gesehen, als ich die aussortiert habe. Deswegen schmeiße ich die lieber weg und spende sie nicht mehr. Hier liegt ja noch der Haufen für die Altkleiderspende. Die Sachen werde ich jetzt einpacken und dann werde ich die bei unserem nächsten Spaziergang mit dem Kleinen wegbringen, denn da laufen wir immer an einem Glascontainer vorbei und an den Altkleidercontainern. Deswegen bietet sich das immer an, dass ich die Sachen dann mitnehme. Mit diesem Glas spielt der Kleine immer im Badezimmer. Da sind meine Haargummis drin und er verschleppt das gerne. Das bringe ich zurück ins Badezimmer. Hier ist auch ein Teil der restlichen Schleichtiere, die wir ja bekommen haben. Die hatten meine Eltern ja für den Kleinen gekauft bei Edeka. Die packe ich jetzt erstmal ein, denn die will ich mit runternehmen und euch nochmal alle abfilmen, die wir dann jetzt diesen Monat bekommen haben. Dann habe ich auch wieder eine Menge an Kleidung, die ich online stellen muss, sowohl für mich als auch für den Kleinen. Und damit ich die verkaufen kann, mache ich jetzt Fotos davon und danach packe ich die in eine große Kiste. Im Schrank liegen ja auch noch Kleidungsstücke, die packe ich alle zusammen in eine große Kiste. Dann kann ich die da immer rausholen, wenn sie verkauft wurden. Und wenn unser Besuch dann weg ist, packe ich die hier wieder in den Schrank. Dann weiß ich immer, wo sie sind. Die Kartons habe ich ja im letzten Gästezimmer-Video, ich verlinke euch das mal oben, schon sortiert, aber ich glaube, es sind einfach viel zu viele noch, vor allen Dingen die großen da unten. Deswegen werde ich jetzt ein paar klein machen und die kommen dann in den Müll. Und den Rest bringe ich auf den Dachboden, damit es hier erstmal ordentlich aussieht. Den habe ich auch gerade vom Dachboden geholt. Den kann mein Mann nachher im HWR anbringen. Die wollten eine Wäscheleine aufhängen. Und wenn sie schon beim Bohren sind, können sie auch eben Haken aufhängen für einen Besen und ein Handtuch. Den hatten wir noch über aus den Badezimmern. Ich glaube, das ist ganz niedlich. Ich habe mir jetzt ja gerade die große weiße Kiste vom Dachboden geholt. Und da werde ich jetzt alle Kleidungsstücke, die ich verkaufe, reinpacken. Und dann werde ich die, bis unser Besuch weg ist, in unser Ankleidezimmer stellen. Und dann werde ich die wieder in den Schrank räumen, weil im Schrank kann ich die besser sortieren. Und komm schneller dran zum Verkaufen, nur damit die Gäste halt ihre Sachen in den Schrank räumen können. Packe ich das alles mal eben ein. Da habe ich jetzt gerade auf dem Bett noch zwei Kleidungsstücke vergessen. Die werde ich dann jetzt auch ins Ankleidezimmer bringen.
Hier im Kleiderschrank hängen ja noch Sachen in so Kleiderschutzhüllen. Und da haben wir es eigentlich so gemacht wie im Rest vom Kleiderschrank auch. Alles, was meinem Mann gehört, hat einen dunklen Bügel und alles, was mir gehört, hat einen hellen Bügel. Außer die eine Jacke von meinem Mann, die hängt da falsch. Das ist nämlich seine Jacke und die hängt auf dem hellen Bügel. Wir wollten jetzt aber eh die Winterjacken runterholen, deswegen schmeiße ich ihm die gleich über das Treppengeländer. Und seine anderen drei Anzüge, die werde ich jetzt rüber ins Ankleidezimmer hängen. Und dann werden wir uns nochmal zusammen meine Kleider angucken, denn ich glaube, die passen mir nicht mehr. Dann könnte ich die auch gleich online stellen und verkaufen. In einem müsste mein blaues Kleid sein, das ich verkaufen möchte. Und in dem anderen ist mein Beerdigungskleid mit Blazer. Das ist dieses hier. Das behalte ich. Das ist auch stretchy, da passe ich noch rein, das weiß ich. Das habe ich mir auch erst gekauft, als ich schon mehr gewogen habe. Aber dieses wirklich... Dieses wirklich wunderschöne Kleid. Ich habe das geliebt. Ich hatte das so oft zu Hochzeiten an. Ja, das passt mir nicht mehr. Das stelle ich jetzt mal noch online. Die Stofftaschen packe ich jetzt alle in eine Tüte und verschenke sie nach und nach. Ich könnte sie eigentlich auch alle in eine Stofftasche packen, das wäre vermutlich schlauer. Machen wir so. Die Schleichtiere packe ich dann jetzt alle in eine Schüssel, einfach nur, damit ich sie leichter ins Kinderzimmer bringen kann, weil der Kleine ja in seinem Kleiderschrank so ein kleines Spielzeuglager hat. Ich sage es ja, glaube ich, in jedem Video, ich tausche sein Spielzeug immer wieder aus und damit ich nicht immer auf den Dachboden muss, ist das meiste Spielzeug halt in seinem Schrank, außer die großen Teile, wie jetzt das Planschbecken mit den Bällen oder die Werkzeugbank, die stehen dann mal im Gästezimmer. Aber da ich das ja eh immer wieder durchtausche, werde ich die, wenn unsere Gäste kommen, wieder dahin stellen, damit er damit spielen kann und die Gäste davon halt nicht belästigt werden. Hinter dem Bett lag ja noch das ganze Verpackungsmaterial, was ich gesammelt hatte. Das hatte ich ja vorhin schon vorgeräumt und jetzt mache ich das kaputt, beziehungsweise lasse die Luft einfach raus, weil ich ja das nicht mehr brauche. Ich habe ja auch das ganze gesammelte Packpapier und das reicht dann. Deswegen kann das jetzt in den Plastikmüll. Danach räume ich dann die Kiste, die dort noch steht, weg. Da waren hauptsächlich jetzt noch die Campingsachen drin, die ich verkaufen möchte. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, die vernünftig sauber zu machen und online zu stellen. Und ich habe auch ehrlich gesagt im Moment wirklich sehr, sehr wenig Lust auf eBay-Kleinanzeigen. Deswegen ja, fristen die da immer noch ihr Dasein. Aber irgendwann, vermutlich im Frühjahr, werde ich sie dann online stellen und dann hoffentlich loswerden. Aber im Moment, wie gesagt, habe ich einfach wirklich keine Freude an eBay-Kleinanzeigen. Deswegen darf das jetzt alles erstmal warten. Der Hula-Hoop-Reifen kommt jetzt auch ins Sozialkaufhaus und die große Vase, die werde ich nochmal auf den Dachboden stellen. Die habe ich mal von meinen Eltern bekommen und ich werde sie mal fragen, ob sie die wieder haben wollen oder eben auch nicht. Und jetzt geht es da diesem großen Stapel an den Kragen. Obendrauf sind noch Sachen, die mein Mann durchgucken sollte. Das hat er nie gemacht seit Mai. Deswegen lege ich ihm das jetzt mal unten auf den Esstisch, damit er das macht. Und ich kann euch verraten, ich nehme das Voice-Over ja jetzt ein bisschen später auf. Er hat es durchgeguckt und das meiste davon wurde aussortiert. Die beiden unteren Kisten kommen wieder zurück zu den Schwiegereltern. Das haben wir noch nicht geschafft, aber sie stehen unten bei uns in der Garderobe. Das heißt, das wird jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Nachdem ich dann soweit fertig war mit dem Umräumen und Aufräumen, habe ich mir dann den Staubsauger geschnappt und Staub gewischt. Das heißt, ich habe alles wieder gründlich abgesaugt, auch die Fußleisten und alle Regale, den Schreibtisch. Wir arbeiten ja auch in diesem Zimmer, beziehungsweise mein Mann hauptsächlich in der Homeoffice-Zeit. Und ich schneide hier oben auch gerne, wenn mein Mann da ist und mein Sohn dementsprechend auch unten. Und da ist das dann ganz schön, wenn es ein bisschen sauberer ist. So, da habe ich nochmal alles abgesaugt. Den Drucker wollen wir ja auch noch verkaufen, aber da, ja, wie gesagt, kam ich noch nicht zu, auch wegen der eBay-Kleinanzeigen-Problematik. Und dann habe ich auch die Tür abgesaugt. Die Tür hat ja drei so Kassetten, die habe ich abgesaugt, den Rahmen. Hallo, Rookie, was machst denn du hier? Möchtest du auch ein bisschen saugen? Mama saugen. Du wieder? Der Schrank müsste gesaugt werden, Schatz. Saugst du den ab? Überall? Soll ich dir zeigen? Guck so. 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 Willst du? Genau. Wie ihr gesehen habt, hatte ich beim Staubsaugen auch die weltbeste Hilfe, die man sich nur vorstellen kann. Mein Mann hat übrigens auf dem
Kleiderschrank saugt. Das ist ganz praktisch, weil er da einfach so aus dem Stand hochkommt und ich mir dafür einen Stuhl holen müsste. Deswegen macht er das meistens. Und dann habe ich auch noch das andere Regal schön abgesaugt. Die schwarzen Bilderrahmen sowieso immer. Auf schwarz sieht man Staub ja besonders gut. Da habe ich dann auch die ganze Deko auseinandergenommen und ja, abgesaugt. Und so bin ich dann das komplette Zimmer im Uhrzeigersinn entlang gegangen und habe alles einmal abgesaugt, damit der Staub verschwindet. Ich finde das wirklich, und das ist keine Werbung, super mit dem Hühler, weil ich damit keinen Lappen brauche und der Staub einfach im Wasser gebunden wird und halt wirklich weg ist und nicht hinten wieder rausgepustet wird. Und das merkt man halt auch echt. Man hat wesentlich weniger Staub insgesamt im Haus als damals, als ich den Hühler noch nicht hatte. Also das ist echt ein Traumgerät, auch wenn es sehr teuer ist, das weiß ich. Ich saug auch immer die Heizung aus. In diesen kleinen Rippen unten sammelt sich ja auch immer gerne Staub und das sauge ich dann auch immer aus, wenn ich einmal Staub sauge. Das mache ich ja in jedem Zimmer. Und dann sauge ich auch einmal die schrägen Dachbalken ab. Die Decken macht mein Mann immer. Ihr könnt es euch denken, wegen der Größe. Denn gerade in dieser Holzdecke, wir haben die ja im Erdgeschoss und auch im Obergeschoss, da sammeln sich so viele Spinnen, die man auch gar nicht sieht, weil ja, gegen das Holz sieht man die Spinnen nicht so gut wie gegen eine weiße Wand. Deswegen sind da immer mehr, als man denkt, und die habe ich dann jetzt einmal weggesaugt und die an der Decke, wie gesagt, macht mein Mann dann. Nach dem Saugen habe ich dann die Bettwäsche aus dem Trockner geholt, denn Bettwäsche und Handtücher sind das Einzige, was wir tatsächlich im Trockner trocknen, sonst hängen wir alles auf. Auf jeden Fall habe ich die Bettwäsche aus dem Trockner geholt und die draufgezogen. Und macht euch keine Sorgen, das ist Leinenbettwäsche. Ich möchte, dass die so verknittert ist. Und dann ist das Gästezimmer auch schon fertig. Den Boden sauge ich natürlich auch noch, aber ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du dir das Video bis hierher angesehen hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, tschüss!